Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich nenne es In Rhythmus des Meeres. Eine Meditation. Kurz noch eine Einleitung dazu, ein bisschen Erklärung. Wie wir den Tag beginnen und durch den Tag gehen, ist in einem bestimmten Rhythmus. Und in diesem Rhythmus, indem wir uns einbringen, wird uns durch den Tag begleiten. Das bedeutet, wenn ich mich in einen dementsprechenden Rhythmus oder Schwingung bringe, begleitet dies mich durch den Tag. Das heißt, wenn ich aufstehe morgens, die Zeit wird zum Beispiel, wenn ich es richtig mache, zu meinem Freund. Ich habe viel Zeit zum Entspannen, in Ruhe. Das kann man lernen. Und dafür machen wir jetzt eine kleine Meditation. Erfahren musst du selbst. Ich kann da nur ein Begleiter sein und dir eben diesen Rat geben, dieses Ganze zu üben. Denn du musst es selbst erfahren. Es kann dir keiner geben. Es wird dir gegeben werden, diese Erfahrung. Und wenn du sie hast, dann wirst du sie nicht mehr hergeben wollen. Und zwar geht es um das. Wir setzen uns, du kannst es auch im Liegen machen, je nachdem, wie geübt du bist. Und unser Begleiter in dieser Meditation jetzt ist unser Atem. Jede Meditation wird eingeleitet durch tiefe Atemzüge, um in die Ruhe, in diese Stille zu kommen, um den Verstand ein bisschen Pause zu gönnen. Und genauso ist es jetzt in dieser Atmung, in dieser Meditation. Die Grundessenz ist hier der Atemrhythmus. Und zwar, ich setze mich hierher, so in meiner typischen Sitzposition, sitze vorne, so dass die Oberschenkel frei sind, dass ich nur so am Steißbein sitze, so kann ich mich am besten ausrichten, weil wichtig dabei ist, dass unsere Wirbelsäule gerade ausgerichtet ist, auch Nacken, dass wir ausgerichtet sind. Und das bedeutet, zuerst mal ausrichten, so auspendeln, dass der Körper schön im Balance ist. Und dann und zwar musst du dir das so vorstellen, durch die Fußsohlen hoch in die Knie, rüber über die Oberschenkel ins untere Zentrum vom Körper, man nennt es auch unser Wurzelchakra, ziehe ich visuell den Atem, diese Energie rein und lasse sie hochsteigen durch alle Chakren bis nach oben, bis zum Kronenchakra. So, und wenn ich die Augen schließe und einatme, ziehe ich so nach vorne das hoch, bis ich oben bin. Und dann mache ich eine kurze Pause. Und dann kommt der Atem ausatmen. Und das mache ich über den Rücken, visuell, über die Wirbelsäule, runter wieder bis in den Boden. Ich bin ein bisschen überkühlt, okay. Und dieser Vorgang, einatmen bis nach oben, kleine Pause und wieder ausatmen bis runter, wieder in die Erde, sind ungefähr, du wirst deinen Rhythmus selber finden, was damit du jetzt so einen Anhalt hast, ist eine Faustregel von circa 7 Schlägen oder 7 Sekunden, so in der Art ungefähr. Ich habe auch so für manche Übungen so ein
Band mit so Knoten, da kann man dann eben mitzählen, wenn es ist. Aber ansonsten ist das Gefühl, wenn man das länger macht, ein guter Begleiter. Und das heißt, ich mache jetzt diese Einleitung. Bis ich mich einstimme in diesen Rhythmus. Und das ist so wie so ein Wellengang dann im Meer, im Einklang mit Mutter Erde. Gaia, bringen wir uns in Einklang und visuell kannst du das unterstützen. Auf meinem Blog, da findest du unterhalb dem Video einen Link hin zum Blog. Da habe ich so ein Bild, kommt da rein, wo ich mal so ein Wandgemälde gemacht habe vom Meer, wo man rausschaut auf so Säulen, von Bett, ich kannst du das anschauen. Und ich habe zum Beispiel in einer Meditation, das kannst du mit deinem Bild machen, wo du gerne hast, visualisieren. Und zwar in einer Meditation stelle ich mir dieses Bild vor mit dem Meer. Und durch den Atem gehe ich rein und habe nur dieses Bild jetzt vor mir. Und dann atme ich nur in diesen Rhythmus. Und erwarte sonst gar nichts. Und nach einer Weile sehe ich in meinem inneren Auge dieses Meer, wie es sich bewegt. Ich spüre. Aber gehen wir mal rein. Merke ich, wie das Meer sich leicht bewegt, wie sich diese Schatten im Wasser spiegeln damit bewegen. Ein reiner Hauch, Windhauch, so eine Brise kommt herein. Ich atme sie ein, diese Luft, diese Meerluft. Und unterstützt mich in meiner Schwingung, in meinem Rhythmus. Und in diesem Rhythmus kannst du verbleiben, solange wie du willst. Du kannst es ausgleichen. Und wenn du das mal öfter gemacht hast, dann kannst du dich jeden Tag, schon früh morgens, nur durch das Schließen der Augen und durch dein Atmen in diesen Rhythmus reinbringen. Und schon wird die Zeit dein Begleiter. Die Zeit, wie wenn du sie fast anhalten würdest, wenn du das länger machst. Und möchte ich dich bitten, diese Übungen länger zu machen. Und es wird sich irgendwann einstellen. Plötzlich sagst du mal, boah, so eine halbe Stunde vor dem Losfahren. Ich ganz schön viel fühle. Und diese Übungen kannst du jederzeit machen. Das kannst du dann im Auto machen, wenn du an der roten Ampel stehst und nutzt diese Zeit, diese Wartezeit. Es bedarf nur einen Atemzug oder zwei. Im Supermarkt, an der Kasse oder egal wo, du kannst dich in die Schwingung reinbringen und du wirst gelassener, du wirst ruhiger. Du bist im Rhythmus und kommst raus aus dieser Hetze des Tages. Und es wird dir gut tun. Und das möchte ich dir empfehlen zu üben. Es kostet dich nichts als wie ein bisschen üben mit deinem Atem und entspannen. Jeden Tag. Anfangs 10 Minuten, später wirst du ein bisschen mehr wollen, 20 Minuten oder dergleichen. Und es regelmäßig zu machen. Du wirst sehen, du wirst reichlich belohnt. Okay, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.